So gut, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich habe mir nochmal einen ganz kleinen Überblick verschafft, mit welcher Mission wir weitermachen wollen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt diese Mission hier, Besatzungsmacht. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, war das die gewesen? War das die hier gewesen? Ich glaube, die hier. This Masi Laman was full of Mujahideen, the Hamid fighters. Then suddenly they disappeared overnight and the Soviets moved right in. I guess the old fort is still in good enough shape that the Soviets want to use it as is. This means that the battalion commander stationed in Sakai village, a lieutenant colonel, is moving his operations room to the fort. Word is, he's an excellent leader. With him stationed at Smasi Fort, the Soviet forces in the area will operate all the better. And according to the client's information, he'll be bringing a tank unit to the fort as well. We don't know the redeployment date or the route they'll take. But there must be some planning documentation where the colonel is. You have two objectives. Eliminate the colonel and stop the tank deployment. Counting on you, boss. Okay, das heißt, wir müssen die wahrscheinlich vor der Festung abfangen. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir dann parallel dazu noch Unglückszone 2 probieren. Die ist jetzt noch dazugekommen, die Nebenmission. Dass wir erst den Oberst abfangen, die Panzer zerstören und dann diese Nebenoperationen ausprobieren. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Wir müssen das dann nochmal testen hier mit diesen, mit diesen extra Einsatztruppe und so. Das machen wir dann auch gleich mal. Aber erstmal würde ich jetzt gerne die Mission jetzt hier starten. Missionsliste. Please select a mission. Machen wir erstmal die hier. Weil es ist so krass, wie viele Nebenziele ich jetzt hier verplant habe. Ey, das ärgert mich übelst. Guck mal, jetzt bei der letzten Mission das Eskortfahrzeug rausgeholt. Ne, wir haben es zerstört. Aber die Nebendinger, die kriegt man wirklich erst danach mit, ne? So wie es aussieht. Also ich habe wirklich hingehört, was er erzählt hat, und er hat nichts davon erzählt, von was man da noch machen könnte. Außer halt, dass man noch versuchen könnte, ein paar Gefangene zu retten oder so, ich weiß es nicht. Aber das mit dem Eskortfahrzeug, da war keine Rede davon. Aber egal, machen wir weiter. Die Mission jetzt hier. Los geht's. Mission accepted. So, die Frage ist jetzt, na gut, es gibt ja nur diese eine Route hier an sich, ne? Shit, ey, von welchem Dorf hat er nochmal gesagt, liegt er los? Also haben wir dann mitbekommen, ich werde mal hier landen. Das kann nicht so schlecht sein. So. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Raketenwerfer mitnehmen. Haben wir sogar schon ausgerüstet, wie es aussieht. Und wieso bin ich so rot da vorne? Blute ich? Sollte ich mal wieder duschen gehen, hä? So wie es aussieht. Okay, also nach der Mission gehen wir erstmal wieder duschen. Und ich habe auch geguckt, es gibt auch ein paar Nebenoperationen, so ein paar Übungsdinger auf der Ölplattform, also auf dem Mutterschiff. Könnten wir auch machen, da gibt es auch Punkte dafür. Muss ich mal gucken, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. So, immer die Panzerfaust. Ah, den Granatwerfer, den tausche ich aus. Das wollen wir mitnehmen. Nehmen wir Sturmgewehr mit. Das Ding hier. Oder, Moment, gucken wir mal, ob ich das vergleichen kann. Ne, ich würde die ja lieber mitnehmen. So, das sieht gut aus. Und der Rest wurde ja schon ausgerüstet, ne? Verbesserungen wurden angezogen. Ja, wir haben ja diesen neuen Anzug. Wartet mal eben. So. Charakter auswählen. Hier, dafür habe ich ganz viel ausgegeben. Ich hoffe, das sieht gut aus. Bitte. Yeah, genau so habe ich mir den vorgestellt. Das ist der Oldschool-Anzug. Also, was heißt der Oldschool-Anzug? Aber so kenne ich das. Nice. Den werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal länger anhaben. Ja, das gefällt mir. Mal sehen, wann wir hier noch Kopfoptionen dann dazu bekommen. Bin ich mal gespannt. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann legen wir los jetzt hier. So, starten. Wir legen am Abend los. Ja. So. Im Schutze der Dunkelheit. Wir müssen dann auch mal gucken, dass wir unsere Hubschrauber oder die Hubschrauber ein bisschen upgraden. Das könnte wahrscheinlich auch nicht schaden, müssen wir da mal schauen. Ey, es ist aber auch ganz ehrlich, Leute, es ist so viel Zeug, was es hier gibt. Habe ich auch schon in Kommentaren geschrieben. Ich bin da verwirrt und überfordert, aber auch zugleich auch extrem begeistert davon. Aber ich muss halt Step by Step da mich ein bisschen reinarbeiten. Ne? Aber ich finde es genial. So, Episode 8, Besatzungsmacht. Aber zumindest ein kleines bisschen wird es ja langsam besser. Auch wenn es manchmal noch sehr chaotisch ist. This mission has two objectives.
Eliminate the colonel scheduled to take up a post at Smassi Fort and stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sacré Village and search for the colonel and his deployment plans. Ich werde mein Snipergewehr ein bisschen vermissen. Aber okay, wir brauchen den Raketenwerfer, anders geht's nicht. Und ich feiere total diesen Anzug, Leute. Das ist großartig. Theoretisch können wir bestimmt noch mit dem Hubschrauber darüber fliegen. Ja? Und ich könnte die alle wegballern. Aber das lassen wir jetzt. Aber es würde bestimmt auch gehen. Würde bestimmt auch gehen. So, los geht's. Auf jeden Fall müssen wir erstmal nicht so weit reiten, was sehr, sehr angenehm ist. You have arrived at your destination. Enemy prison detected. The map has been updated. Aber auch wenn es nicht sehr dunkel ist, würde ich ja gerne mal das Nachtsichtgerät ansetzen. So viel bringt das nicht, wenn die ganze scheiße Licht hier anhaben. Ich könnte den Stromgenerator, wie gesagt, defekt machen, ausmachen. Wenn ich ihn finden würde. Aber dann würden die auch sofort wissen, dass irgendwas nicht stimmt, ne? Ja, darum bringt das Nachtsichtgerät jetzt gerade echt einen Scheiß eigentlich. Oben ist einer. Ich mach das mal wieder aus. Das ist für den Arsch. Ja, wir könnten mal. Moment. Shit, ich habe die Zigaretten und Zigarren gar nicht dabei. Hm? Sind nicht mit eingesteckt? Doch, hier sind sie, Phantom-Zigarre. Hm, egal. Ja. So, seht ihr da oben welche? Als erstes würde ich ja den Typen gerne ausschalten. Ich überlege gerade, wie wir da am besten hinkommen. Kommen wir hier irgendwie oben lang? Steig schon mal ab eben. Dass er uns jetzt nicht sieht hier. Irgendwie seine? Oh nein, doch nicht. Da hat sich nur was bewegt. Das hatte dann sofort meine Aufmerksamkeit. Aber wir sind noch viel zu weit weg. Hier geht's hoch, Leute. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir. So, lass mal checken. Analysis complete. Noch eine. Da wird wahrscheinlich auch nur eine stecken irgendwo. Kann der uns sehen? Unwahrscheinlich. Ah, das Licht, ey, das ist super beängstigend irgendwie, oder? Wow. Ganz ruhig. Fast sagen, wir fangen oben an, oder? Wir arbeiten uns nach unten. Jetzt sagt mir nicht, ich komme hier nicht hoch. Nope, hier komme ich nicht hoch. Also das ist mir schon wieder unverständlich. Was haben wir denn hier? Helm auf, das heißt, da funktioniert die Betäubungspistole nicht. Hier besser, ja, geht's nicht lang. Hier ganz ruhig. Ich würde hier gerne erstmal hochkommen, bevor ich jetzt. Oder wir schalten. Ja, das Problem ist jetzt hier unten langlaufen, die auszuschalten. Halte ich für keine so coole Idee. Hoch. Muss man aber extrem jetzt aufpassen. Ich hoffe, jetzt kommt hier keiner. Ein bisschen nervt mich auch gerade dieses scheiß Rohr von dem Raketenwerfer. So, und ich wusste schon mal. Halt. Betäubungspistole aus.
Analysis complete. Ist er drin oder draußen? Das ist drin. Wir sind nervös, Leute. Okay, den schnappen wir uns erstmal. Ich hab immer Angst, dass sie das hören. Ist ja noch ein zweiter drin, weil der hat doch geredet, der hat doch keine Selbstgespräche geführt. Der kommt jetzt gleich um die Ecke, ne? Wurde ja aktualisiert, ne? Unit Function added. Kann ich bitte ein bisschen näher ranzoomen? Geht nicht. So, hier ist ein Gefangener, das wissen wir schon. Den hatten wir irgendwie davor schon gesehen. Okay, kein Plan, Leute. Jetzt erstmal weiter hier oben. Intel file extraction arrived at mission info has been updated. The map has been updated. So. Boss, that document you just got is the deployment plans for the Smassi Fort reinforcements. Jetzt haben wir die Rude. According to the plans, the colonel is supposed to join up with the tank unit of Waxin Barracks and then proceed to Smassi Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. Hey shit, ich werde den Typen noch befreien hier. Zeit. Muss man jetzt schnell durchrennen, Leute. Nein, das ist nicht mein Ernst, oder? Das ist der mit dem Helm. Oh, ich. Nee, das hat funktioniert. Okay. Ruhig. Ganz ruhig. Nein, nicht. Den Typen schnell. Wird den Gefangenen noch befreien. Noch einmal Zeit, Leute. Komm mit, Mann. Sind irgendwas? So.
Hätten wir. Okay, Subject is in. Genau noch und dann los, Leute. Enemy presence detected. The map has been updated. You gotta extract him. Jetzt ein Auslautkarte. Ja, die sind ziemlich schnell. Ich muss mich irgendwie auch positionieren und so weiter. Okay. Ja, das Licht ist ja jetzt nicht so schlimm. Da ist ja kein. Subject on board. Leave the rest to us. Ich würde gerne ein bisschen C4 platzieren, ey. Da vorne sind sie. Wenn ich schneller ist die, wenn ich aufs Pferd gehe. Wenn ich das vorbereiten kann. Okay. Go! Wir entfernen uns. Aber das ist nur die richtige Strecke, oder? Das ist die Route hier. Okay, ganz ruhig. Da vorne ist ein Außenposten. Hier ist ganz gut. C4. Absteigen. Platz hier. Ein bisschen verteilen. Kann nicht mehr. Oh, Leute. Ah, ich bin übelst aufgeregt. Dreieck muss ich drücken, ne? Hätten wir? Nein! Zieh doch mal! Geht nicht. Ganz ruhig. So, und den auch noch. Ah, lad schneller nach, Alter. Ob das schon ausreicht, ist die Frage. Shit! Bin gleich tot. Oh, wer das fies. Shit. Lad nach. Ist das jetzt schief geht, so krass, Alter. Warte nach. Warte nach. Wissen die sich jetzt? Leute. Reicht das immer noch nicht? Oh, Leute. Treffe ich nicht. Oh, Leute. Ich muss mich gleich auf mein Pferd hauen. Aber wie hält er denn aus, Alter? Können wir den noch mitnehmen? Probieren's, ne? 30% nur. So, Pferd holen. Den Panzer wollen wir noch haben. Bist du? Hier. Geben wir einfach. Nachladen. Okay, schade, ich hab's probiert, Leute. Den kriegen wir noch. Alter. Okay, also wissen wir Bescheid, ne? Wir können also auch wirklich die ganzen Oberbösewichte und so, als weiß Oberbösewichter, wir können die auch alle für uns gewinnen, rein theoretisch. Das war auch ein Dreieck gewesen, dann hätte ich es erkennen können. Nein, das ist wie ein Scheiß. Bam! Was ist das jetzt? Seid doch mal kaputt, Alter. Danach. Der kann unmöglich immer noch leben.
Shit, er schießt. Wir haben's. Mission info. Enemy presence detected. The map has been updated. Good. You've completed the objective. Now get out of there. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Weg hier. Enemy presence detected. The map has been updated. So, okay. Hubschrauber, ich muss dann auch mal wieder nach Hause, Leute. Mission. Hubschrauber, zu helfen. Ah, sehr gut, gleich hier. Ist gleich hier. Schießen mit Mörsern. Steck mal ab. Enemy presence detected. The map has been updated. Hui! Der ist schon down. Ging ja besser als erwartet. So, wie lange brauchen der scheiß Hubschrauber jetzt hierher? Von da kommt er. Die können wir nämlich ausgehen, die Hubschrauber, dass die schneller sind und so. Ich denke, das könnte Sinn machen. Jo, nö, lief doch ganz gut. Also, wir haben, glaube ich, 4 Ziele haben wir gelöst. Immerhin. Hab alle Panzer geschafft. Leider konnte ich den Typen nicht nach Hause bringen. Die Chance war 30% gewesen. Aber jetzt weiß ich Bescheid und das nächste Mal wird es besser laufen. Wenn ich da ein Dreieck sehe, muss vielleicht hin. Er hat aber auch reingefühlt auch ein bisschen mehr ausgehalten. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie mehr Betäubungsschüsse braucht und so. Allgemein. Um die zu betäuben. Weil ich hätte noch einen Nahkampf machen können. Jetzt gleich geh mal hier weg aus dem Bereich, ne? Nicht, dass ich wieder rummeckerst, dass irgendwas im Weg ist. Das hat Spaß gemacht. Nice. Nice. So, also müssen wir jetzt einen Punkt bekommen. Ich fand es eigentlich ganz gut gelöst. So, aber insgesamt bin ich zufrieden. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete, boss. B nur. Warum? Feindliche Alarme deswegen von minus 15.000. Das ist ärgerlich. Na gut. Ich fand's trotzdem nicht verkehrt. So. Okay.